Vorzug im Tor. Darf sich beweisen hier am Kotterweg, dem Trainingsgelände von RB Leipzig. Oh, Schuss ganz ordentlich, bleibt in der Mauer hängen. Sieht nach Conny Leimer aus, wenn mich nicht alles täuscht, der da aber seinen Mann gestanden hat. Und jetzt ist aber erstmal Konter angesagt. Conny Leimer über die linke Seite. Macht er Betrieb. Schön durchgelassen von Szoboszlai. Leimer, spitzer Winkel, kommt zum Abschluss. Ziemlicher schlechter Pass und da schlägt es hinten ein. Also Örjan Nyland im Aufbau mit einem Patzer ärgert ihn. Da habe ich gerade gesagt, bei dem hohen Ball, dass du so rausspielst, vor allem wenn du es zentral rausspielst, wenn es über die Außen geht und du verlierst mal einen Ball, ist es immer nicht ganz so schlimm, weil dann der Weg zum Tor immer ein bisschen weiter ist, aber eben gut abgefangen und auch gut abgeschlossen. Partner aus der Viererkette, da haben wir ihn wieder, jetzt wird es eng, aber gut aufgelöst zusammen mit Xaver Schlager. Vielleicht jetzt die Möglichkeit mit Zug zum Tor, Szoboszlai. Wir können Zeit verwarten. Aber zumindest ein erster Abschluss. Bisschen Platz für Schlager. Reingabe ist auch ordentlich. Haidara köpft ihn quer auf. Da ist die Wiederholung. Ja, Haidara hat da den Blick für den Nebenmann. Nimmt er nicht den Abschluss, der vielleicht auch drin gewesen wäre, aber musste sich fast ein bisschen klein machen, um da mit dem Kopf an Seite. Ein Winken von Xaver Schlager. Postwenden bekommt er den Ball. Hat den auf dem schwächeren Rechten. Kommt Forsberg zum Schuss und der Schaufenster, wenn man sich dann gegen einen Champions League Teilnehmer mal messen kann und deswegen Nimmt die Torwartecke. Ja, fehlt dann doch ein halber Meter. Und aus dieser Mannschaft werden wir nachher in der zweiten Hälfte mit Sicherheit noch ein paar mehr Spieler sehen. Jetzt aber Amadou Haidara und da ist es. Sehr kluger Treffer, nicht blind draufgehalten, vorausgegangen, ein Doppelpass. Ja. Schade, dass wir jetzt gerade nur noch die Endphase sehen vom Tor. Oh. Aus der Drehung. Kampe ist derjenige, der abschließt. So frei wieder Emil Forsberg und zunächst auch noch Dominik Szoboszlai mit eingelaufen sind. Aber Forsberg kommt hier bei diesem Rempler aus dem Tritt. Gut verteidigt, aber Horsens standhaft in der Luft. Die Fans fordern Abschlüsse. Jedes Mal, wenn es in Richtung 16er geht. Henrichs könnte es jetzt machen und da ist er doch. Der hier die Führung erzielt. Ja, wenn es da viele Spieler gibt, die immer wieder blocken. Es kann auch mal so gehen, dass der abgefälscht wird. Unhaltbar. Davon sehen wir ihn. Läuft sich frei. Szoboszlai versucht es allein. Ordentlicher Abschluss. Nicht platziert. Und der setzt noch mal ganz tückisch auf. Unangenehme Flugbahn für einen Torhüter. Und da muss man sagen, Mann. Diagonalball in Richtung Forsberg. Schön mitgenommen. Dann der Heber und der will sich dann noch bedanken für diesen Pass. Ja, den nimmt er super mit. Gute Körperstandfestigkeit. Und ja, dann will er es natürlich schick machen mit dem Heber.